Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mond. In der letzten Folge haben wir Inselkönigin Mayala besiegt und außerdem haben wir der Etta Foundation geholfen. Und diese möchte uns zum Dank zu einem Resort einladen. Was wir dort erfahren oder was wir dort erleben, werden wir gleich erleben. Ich bin immer hier auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergleichliches Erlebnis. Unvergessliches Erlebnis. Oh, hier ist auch ein Pier. Aber nichts Besonderes. Natürlich suchen wir immer noch Zygarde-Teile. Hey, da ist ein Beleber. Wow, da fliegt ein Beleber. Dieses Beleber ist ein wildes Pokémon. Oder gehört es zu dem Hotel hier? Frag mich doch nicht. Dann da auf dem Schild. Achso, ist es so eine Rose oder so eine Blüte, keine Ahnung. Hey, wie süß ist das Pikachu? Das ist Bigaju. Das ist das Shampoos. Was? Das ist Schaupers erster Urlaub in 3 Jahren. Er möchte sein Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach ein ganz normales Pikachu sein. Was? Ist das ein ganz besonderes Pikachu oder was? Aber zumindest ist es knuffig und deswegen. Oh, da ist der Typ schon wieder. Los, Bisbar, wir suchen jetzt am Strand und suchen nach Items. Aber wir nehmen ja erstmal den Zygarde-Würfel. Oder? Hä? Sina ruft an. 10%. Wenn du wissen möchtest, was die Zahl zu bedeuten hat, musst du dich nach Ula Ula zur Etabathis auf Route 19 begeben. Au revoir. Was? Zu Route 16? Da waren wir aber auch noch nie. Nee. Wir hatten ja erst. Hier, da ist Route 5 und hier unten ist ja erst Route 9, ja. Okay, wir waren noch nie bei Route 10. Oder Route 16, wo wir hin sollen. Ich bin ein Wassermann. Nein. Nicht von Sternzeichen, weil ich einfach das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Also nimm dich in Acht. Gut, dass ich meine Pokémon geheilt habe. Das hier ist so gepflegte Faulenzen kann, verdanke ich meinem Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, kann ich dir die Guferschleuder am Strand empfehlen. Okay, Guferschleuder. Ist sie eine Trainerin? Nee. Ja, das ist für dich. Danke, Sprudel. Besonders am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydriert ist. Glänzender Schweiß, glitschiger Schleim, das macht den Strand aus. Hey, wir suchen dringend noch neue Guferschleudern. Hast du vielleicht ein Interesse an einem Nebenjob? Ich bin Rettungsschwimmer an Hanorara-Strand, damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist die, wir haben hier ein kleines Guferproblem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden in Scharen am Strand gespült. Doch wir können sie einfach nicht liegen lassen. Nicht nur diese Gufer sind erschrocken, sondern auch unsere Badegäste würden sich wehtun. Es muss sie jemand also zurück ins Meer schleudern. Ganz einfach. Ich erkläre dir stichhaltepunktig, wie man diese Arbeit vorgeht, okay? Schritt 1. Ein Gufer fangen. Schritt 2. Das Gufer ins Meer schleudern. Schritt 3. Mir Bescheid sagen, wenn alle wieder Gufa als Meer geschleudert sind. Also möchtest du mitmachen? Klar, warum nicht? Dann mach dich mal daran, alle Gufas am Strand wieder ins Meer zu befördern.
Sieht so aus, als tummeln sich momentan 6 Goofers. Oh. Goofer ins Meer zurückgeworfen. Oh, da sind noch mehr. Das ist die 2. Oh, ganz versteckt. 3. Ja, super. Das mal hier ist so eine kleine Nebenquest gestartet. Nummer 3 schon mal. Hier sehe ich das 4. Dieses Geräusch einfach nur. 4 haben wir jetzt. Vielleicht befinden sich hier noch hinten ein paar Goofers. Ah, da hinten ist noch ein Goofer. Das ist das 5. So, jetzt müssen wir noch die 6 suchen. Was ist das? Ist das ein Goofer oder? Was ist das? Oh, ein Stern-Du, wie cool. Cool, hier kann man einen Stern-Du fangen, wenn man will. Wir wollen es aber nicht. Weil wir haben ja schon ein Psycho-Pokémon. Also von daher, wir suchen weiter unsere Goofers. Hier ist ja noch so ein Loch. Ist das auch wieder ein Stern-Du? In der Tat. Klar, sieht jetzt bei Nacht nicht so schön aus der Strand, aber was willst du machen? Aktuell haben wir es 14.22 Uhr und wir spielen ja Mond, also heute nicht rum. Hey, da liegt ein Item. Das schauen wir uns aber gleich an, also das Wasser erkunden wir gleich und dann erst zum Schluss das Hotel. Ja, okay, es sind hier nur Sterndus. Ich dachte, es sind hier irgendwelche Goofers, aber anscheinend sind die nur auf der Overworld und nicht direkt im Campen. Was soll's. So, wir suchen jetzt das letzte Goofer. 5 haben wir. Ach, da ist es. Hat sich auch wieder getarnt. Damit haben wir alle Goofers gefunden. Und der Typ ist ja hier direkt um die Ecke. Erledigt. Oh, 20.000 Pokédollar. Und das kann man jeden Tag machen? Wie geil. Ist ja geil. So, wir wollen ein bisschen schwimmen. Natürlich mit unserem Labras. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Schutz. Schutz, 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 Schutz. Nee, hier ist nicht Schutz. Nein, kein Sternstück Schutz. Wir haben ja auch schon einen super Schutz, aber ich will erstmal den restlichen Schutz hier verballern. Da haben wir schon mal gleich ein Item. Nehmen wir mit. Schattenglas verstärkt und Lichtattacken. Hat sich also jetzt schon mal gelohnt. Stimmt, wir können jetzt mal mit unserem Pikachu abgehen. Ja doch, Pikachu. Denn das hat ja sein Z-Kristall. Rein theoretisch könnten wir Pikachu schon weiterentwickeln. Aber natürlich möchte ich euch ja erstmal mein Pikachu zeigen. Es kann jetzt Voltackle und es hat wie gesagt den Z-Kristall. Und wir wollen natürlich sehen, wie das alles aussieht. Natürlich die Z-Attacke, die kenne ich schon. Die sieht auch extrem geil aus. Also, unser Dominik. Unser Super Saiyan Dominik. Na dann. Perfektes Pikachu-Projektil. Kann ich euch das mal zeigen? Das sieht total geil aus. Das ist geil oder das ist geil? Das ist so geil. Wie Pikachu einfach in die Luft geschleudert wird nur. Das ist so awesome.
wie Pikachu einfach genommen wird und es ist durch die Luft geschleudert wird. Das ist auch ein Grund, warum ich Pikachu überhaupt in meinem Team haben wollte, wegen dieser geilen Z-Attacke. So, da haben wir schon den nächsten Schwimmer, dann kann ich euch gleich mal den Voltackle hinterher geben. Der kann sogar eventuell paralysieren, das ist so geil, dass man Voltackle hier einfach so bekommen kann. Weil früher musste man dafür ein bisschen tauschen und hoffen, dass man überhaupt Pikachu bekommt. Ja, jetzt kommt erstmal wieder Fischwarm. Aber das soll uns hier völlig uninteressieren. Voltackle. Pika, 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 pika! Und es hat instant paralysiert. Pikachu erleidet dabei sogar Rückstoßschaden. Das wusste ich nicht. Auch dass Pikachu so viel Damage nimmt. Achso, ich glaube, das ist aber durch den Fischschwarm, ne? Ja. Funkenspruch. Down. Jetzt ist unser Pikachu mittlerweile richtig geil. Wie gesagt, jetzt könnten wir es rein theoretisch auch zu Raichu weiterentwickeln. Zu Alola Raichu. Dann würde es noch den Psychotypen bekommen. Aber aktuell haben wir ja leider keine Psychoattacke. So, ich möchte jetzt mal meinen Pika. Hi. Pika, Pika. So. Pika, Pika. Ah, ist Pikachu nicht cool? So, da ist das Item. Zwei Pokémon greifen mich auf einmal. Kommen jetzt eigentlich vorbei? Nee, ne? Das sind Tentachas, ach Gott. Ja, gegen die will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Wenn das nur lame Tentachas sind, dann würde ich die gerne eigentlich ignorieren. Weil Tentachas ist jetzt halt nicht so geil, ne? Nur das andere Tentachas wird mich jetzt wahrscheinlich auch noch angreifen. Ja. So ist es. In der Tat greift mich das zweite Tentachas auch noch an. Ja, das sind beide Tentachas, ja. Nicht so cool. Ja, dann lassen wir es einfach mal. Flüchten einfach. Und ignorieren das Tentachas. Was mich interessiert, ist natürlich dieses Item, was da versteckt ist. Es ist eine Triebperle? Okay. Ich glaube, das kann man auch einfach nur verkaufen. Ja. Ist das der, gegen den wir gekämpft haben? Ja. Okay. Ich denke mal, wird nicht so eine große Bucht sein. Vielleicht finden wir hier noch eine interessante TM. Aber nö, hier sind noch ein paar Trainer. Okay. Ein paar Trainer sind hier noch. Diese kleine Insel, auf der waren wir anscheinend noch nicht, oder? Nee, ach nee, das ist einfach nur die Insel, wo wir vorhin schon waren. Okay. Werden hier wahrscheinlich 3 bis 4 Trainer sein. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, Wingull. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich will da jetzt aber gleich auch testen, ob Voltackle generell Rückstoß macht oder ob das einfach nur vorhin war. Wegen Lustreandra. Schauen wir mal. Ja, okay, ich bekomme tatsächlich Rückstoßschaden, wenn ich Voltackle einsetze. Interessant. Schmerhammer. Ja, da muss ich wechseln. Das hat noch den Bodentypen inne. Ich weiß jetzt nicht, ob es erst in der zweiten Form ist. Oder, also, ob es jetzt schon in der ersten Form schon diesen Bodentyp mit drin hat. Oder ob es den erst in der zweiten Form bekommt. Aber ich möchte natürlich hier auf Nummer sicher gehen. So, Rasierblatt und weg. Ja, gegen Wasser-Pokémon können wir aktuell relativ viel ausrichten. Also, da sind wir am besten aktuell aufgestellt. Stampfer, geil! Endlich! Warum freue ich mich? Weil es wird nämlich die nächste Entwicklung bevorstehen, liebe Freunde. Denn dann, wenn Phobi Stampfer erlernt auf Level 29, passiert Folgendes. Ja, Phobi entwickelt sich. Die letzte Form haben wir jetzt auch schon frühzeitig erreicht. Irre. Damit haben wir schon 2 voll entwickelte Pokémon und ein drittes könnten wir rein theoretisch jetzt auch schon bekommen. Da haben wir es. Furial. Richtig cool.
auch die dritte Entwicklung sieht definitiv nicht schlecht aus. Oder was meint ihr? Sieht aus wie so eine kleine Königin, finde ich. Nur halt mit ziemlich großen Hackenschuhen. Dieses Pokémon ist für seine schönen Beine bekannt. Da verwundert es nicht, dass es für Anzeigen von Schönheitssalon gebucht wird. Was ist jetzt noch? Oh, Tropenkick, das ist eine neue Attacke. Ja. Einzigartig ist. Was hatten die für eine Stärke? 70 Stärke und 100 Genauigkeit. Zauberblatt hat nur 60. Rasierblatt hat 55, hat aber hohe Volltrefferquote. Dann kommt Rasierblatt, Zauberblatt weg. Das tritt auch immer, egal. Egal. Jetzt haben wir Tropenkick. Wie gesagt, eine komplett neue Attacke und einzigartig, glaube ich, für Foria. Und die können wir anscheinend auch. Ja, machen wir jetzt. Okay, ein paar Trainer sind hier doch noch. Ich dachte, das ist so eigentlich ein kleines Gebiet. Aber nö. Auf dem Wasser befindet sich doch mehr, als ich erwartet hatte. Das Gebiet ist größer. Nami heißt sie wirklich. Lol. Ein Finneon, süß. Ja, ich bin am überlegen, wann ich Pikachu weiterentwickeln soll. Vielleicht Level 30. Ja, doch, wenn Pikachu Level 30 erreicht hat, dann entwickeln wir es weiter. Und beim Attackenerlerner muss ich dann auch mal vorbeikommen. Vor allem wegen Akani und natürlich dann später wegen Raichu. Oh, ist wirklich stark vor Liebe. Los, Pikachu. Scheiß auf die Liebe. Greife es an, auch wenn es echt süß ist. Oh, Junge. Wirklich? Zeig es ihm. Greife es an. Jawohl. Das ist mein Pikachu. Das Problem ist halt, dass wir, wie gesagt, noch keine Psychoattacke haben. Nö, Muschas. Bleibe ich dabei. Fetz mal weg. Solange wir hier noch die Chance haben auf die Z-Attacke, ich glaube, das geht bei Raichu später nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Dadurch, dass es halt, wie gesagt, ein Pikachu Need ist. Also Z-Pikachu. Ich liebe diese Z-Attacke, sie ist so cool. Allein wie er jetzt gleich hier Pikachu nimmt und einfach so wegschmeißt, so geil. Einfach so cool. Ich liebe diese Z-Attacke. Tut mir leid, immer wenn ich die einsetze, werde ich die so übelst derbe feiern. Damit müsst ihr klarkommen, bis sich Pikachu zu Raichu entwickelt. So, Nami wurde besiegt aus One Piece. Und damit können wir dann die restlichen Trainer jetzt hier noch besiegen. Oh, okay, ja. Vorher noch ein Item mitnehmen. Den Tauchball nehmen wir gerne mit. Und den Trainer können wir jetzt auch noch mit der Z-Attacke wegfetzen. Ist halt extrem geil mit der Z-Attacke. Der Ozzy. Okay. Der Ozzy mit dem Garados. Oh, geil. Oh ja, das will ich jetzt machen. Das will ich jetzt machen mit der Z-Attacke. Das Garados mit der Z-Attacke wegfetzen. Oh, das wird jetzt so awesome. Das wird jetzt cool. Vierfache Effektivität. Ich hätte noch kurz überlegt, ob ich zuvor ja über switchen sollte mal. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil Pflanzenattacken bringen gegen Garados natürlich nichts. Bam. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Z-Attacke liebe? Ich glaube, ich meine, dass ich es noch nicht erwähnt habe. Level 29. Oh, er versucht Wangenrubbler zu erlernen. Das ist doch eine Fee-Attacke, oder? Nee, ist eine Elektro-Attacke, stimmt. Ach so, stimmt, das ist die. Ja, das ist eine schlechtere Form von Funkensprung. Ja, braucht man nicht. Hat halt nur 20 Stärke, kann eventuell paralysieren. Das konnte Dingens.
Dieses Pokémon aus der letzten Generation, dieses Pikachu-Fake-Ding. Ist die abgesoffen? Ach nee, das ist eine Taucherin, oder? Ist das eine Taucherin? Oder ist die einfach nur abgesoffen? Ist die tot? Nee. Ist eine Schwimmerin? Okay. Also eine Art Taucherin, oder? Oh, Goofer. Ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Dadurch, dass ich nicht die Typen kenne. Aber ich weiß nur, dass es Wasser ist. Wow, wer hätte es erraten? ich versuche es jetzt einfach mal. Hau einfach drauf und wir schauen mal, wie viel Damage es macht. Ich weiß, ich setze die Attacke sehr oft ein, aber dadurch, dass ich sie bald nicht mehr sehe, nutze ich sie natürlich bis zum Vergasen aus. Die absolute Pikachu-Projektilfolge. Ja, sehr effektiv. Au. Au! Nein, Pikachu ist tot! Du Arschloch! Nein, du blöde Kuh, I hate you too much. Du hast mein Pikachu getötet. Wie konntest du nur, du böses Mädchen. Falls hier noch ein Trainer kommen sollte, okay, vorher ist vorne. Ja, ich weiß, Ruffy müsste auch wieder ein bisschen trainiert werden. War ja unser Held in der letzten Folge, Ruffy. Awesomeness of all time. Aber und ich würde sagen, wir gucken uns das noch kurz an. Oder? Ja, 22 Minuten. Nee, dann machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Pokémon Moon. Wir schauen uns dieses interessante Hotel an. Bis dahin und ciao.